Junge. Aber da ist noch jemand. Okay. Also sind wir noch einer da. Wenn jemand weg kann, lass uns den Weg sprechen. Und ja, schmeckt ähnlich wie Bärlauch. Ist aber natürlich kein Bärlauch. Eine der besten Speisepilze, die hier zu finden sind, das ist der kleine Schuppenfrohling. Ist also wahnsinnig, es ist scharf. Kresse. Scharf, es schmeckt nach Kresse. Also, Oma, das ist ein Adler. Ist das ein Adler? Liebe Besucher der Falschen Reihe, ich möchte Sie recht herzlich heute hier begrüßen. Mein Name ist Dennis Kotz, ich bin hier der Falscher. Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick in die Welt der Greifvögel und in die Weißjagd geben. Das ist die Jagd für den Greifvögel. Weiße kommt übrigens von Weißen. Wir unterteilen von unseren Greifvögel in zwei Kategorien. Zum einen die Abfahrtjagd, unsere Tagkreifvögel. Und zum anderen unsere Nachtreifvögel, zu werden alle Eulen gehören. So, kann man zu mir? Das war? Nicht? Gut, okay. Also, haben wir eine Leute da. So, kann man zu mir? Ja, schön. Ach, du weißt, was da hier drin ist? Kann man hierher? Die Leitung? Der Janus, okay. Also, Janus, jetzt geht mal den großen Handtuch rein. So, Janus. Ja, genau. Wir sind alles in der Reise, wir sind genau in der Einflugschneise dort. Ganz so schön. Wir wollen ja nicht, dass das jemand mit kleinen Augen hier rausgeht. Bei den Sibirern teilweise ist es Wunschbier. Das heißt natürlich auch, habt ihr? Ja. Links, rechts. Links, rechts. Genau, so. Nee. Das sieht dann anders aus. Wenn er jetzt keinen Bock mehr hat, ne? Dann fliegt er da hoch, guckt zu seiner Voliere, macht einen Kreis und verschwindet in seiner Voliere. Das nimmt natürlich so Effekt, dass auch mal Gecko fressen, wenn es eigentlich so richtig was macht. Aber in der Regel, wie gesagt, haut er die Insekten. So, die Laura wollten wir noch fotografieren, gell, Laura? Die sitzt ohne Handschuh auch besser, deswegen nehmen sie keinen. Die rutscht auf den Handschuh ab. Nein, die Vögel und die Sache, so die andere Seite einfacher. Ja. Aber wir können. Also innen drin ist halt Elektrozaun, damit die. Das siehst du jetzt außen, so ist, Filz, überall, ne? Ist überall noch der Bast. Und das wächst jetzt aus bis in September, Oktober und dann gibt es die Kämpfen. Ist das außen der Flaube, ist dann weg. Und dann ist er spitz mittlerweile. Und dann schmeißt er das, wenn die Revierkämpfe rum sind, am Ende des Jahres schmeißt er es wieder ab und dann wächst wieder neu nach. Mach mal schön, Haya, wir holen. Ja, genau. Schön.
Leute jetzt bald immer sagen, ich habe so viel gesehen. Nee, man, das ist mal viel zu klein. Die armen Ponys, da können ja. Ich will gar keine Pilze essen. Willst du jetzt eigentlich gar nicht mehr haben? Gell? Weil das ist so ein tolles, süßes Teil. Ich wollte nicht. Kornzahn. Mensch, seid ihr schön. Das ist der Kornzahn. Ja, der ist Kornzahn. Das ist ja das wirklich so mitmacht. Hier. Ach ja. Hier gerade aus. Nee, mein Dank, sitzt da. Der ist auch immer auf dem Arbeit. Ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön?